ganz vergessen, mir einen Kaffee zu holen. So, was brauchen wir? Also erst einmal den Transistor auswählen. Zweitens den Arbeitspunkt wählen. Was sind hier die Kriterien? Zum Beispiel Verstärkung. Rauschen haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, müsste man eigentlich auch einbeziehen. Eventuell auch maximale Ausgangsleistung. Haben wir auch nicht betrachtet. Also das würde hier jetzt die beiden aber bislang noch rausgelassen. Drittens S-Parameter besorgen. Viertens Stabilität analysieren. Also sowohl im Betriebsband als auch außerhalb. Fünftens Anpassungen entwerfen. Kriterium Gewinnkreise und Anpassung. Wir haben ein drittes Kriterium, könnte man noch verwenden, nämlich das Rauschen und die Rauschkreise. Das habe ich jetzt an der Stelle noch rausgelassen. Na gut, und jetzt kommt eigentlich sechstens, nämlich wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir das Gleichspannungsnetzwerk entwerfen. Wie muss das, ups, Sie wollen es abschreiben? Machen Sie ruhig. Ich auch. So, was brauchen wir? Da, so, Sie melden sich nicht. Nee, machen wir doch auch hier. Da schauen wir jetzt mal für das Anpassungsnetzwerk rein, wie denn das bislang aussieht, was wir haben. Also was wir bislang haben, und das funktioniert auch, selbst wenn wir jetzt das alles schon machen, schon dranbringen könnten, so noch nicht. Wir haben bislang ja diese Geschichte hier. Ich gucke mal gerade im QX nach, wie es aussieht. Das sind alles Els. Hier ist Alt, habe ich falsch rumgemacht, ne? Ja, genau. Da ist ein L. Da ist ein L. Dann haben wir hier ein L. Und hier runter hatten wir ein C, ne? So. So. Wir brauchen jetzt ja, wenn wir uns angucken, was der Arbeitspunkt an dieser Stelle war, dann steht da ja VCE gleich 3 Volt. Das heißt, man könnte auf das schmale Brett kommen, hier 3 Volt anzulegen. Was passiert? Bitte? Ja, genau. Sie schließen ihre 3 Volt kurz. Ne? Also keine gute Idee. So, was müssen wir als erstes machen? Na, Widerstand ist die zweitbeste Lösung. Und wenn ja, wo würden Sie hinpacken wollen? Direkt an den 3 Volt.
Ja, dann, Sie brauchen aber die, also ist ja egal, was Sie anlegen, aber Sie brauchen 3 Volt zwischen Kollektor und Emitter. So, einfaches Modell ist Batterie oder 2 Batterien, weil aus einer kriegen Sie keine 3 Volt, 2 Batterien, pff, zack, einfach parallel zum Transistor. Geht nicht, brennt die Spule auf. Ja, die ist dann kurzgeschlossen, die brennt dann auf. So, also schlechte Idee. So, wenn Sie jetzt dann Widerstand vorpacken, die 3 Volt müssen Sie trotzdem an dem wieder haben, die kriegen Sie gar nicht, also Sie kriegen keine 3 Volt Gleichspannung über den Transistor in dieser Schaltung. Geht nicht, weil die Spule ihn immer kurz schließt. Ne? Genau, also als erstes bauen wir hier mal einen DC-Block ein. So, jetzt könnten wir hier 3 Volt anlegen. Wenn Sie sich das vorstellen, dann bleiben wir bei den Batterien, ne? Dann nehmen Sie 2 Batterien, die schließen Sie einfach da an. Gute Idee, schlechte Idee? Ha? Nee, das mit dem Transistor macht das nichts, da können Sie 3 Volt anlegen. Was spricht dagegen? Ich habe auch an der Basis hier noch offen, habe ich ja nichts gemacht. Wenn ich dem jetzt natürlich sage, hier, lass die 3 Volt mal kräftig durch, dann tut es ihm irgendwann weh, dann wird es ihm warm, ja. Aber das habe ich ja noch nicht gemacht. Die Basis ist ja einfach noch so, wie die Basis ist. Genau, Sie brauchen einen AC-Block für die 3 Volt an sich. Das könnten wir mit einer Spule machen. Und da können wir jetzt die 3 Volt anlegen, ne? Das nennen wir mal L Bias. Die kann man relativ grob entwerfen, auch den DC-Block, da nimmt man irgendwas. So, also der DC-Block, den macht man eben so, dass er im Betriebsband quasi unsichtbar ist, aber eben es ist ein C und ein C ist immer, also Elektrolyt würde ich jetzt nicht nehmen, aber ein C ist immer irgendwie sichtbar und dann sieht man zu, ihn möglichst klein zu kriegen, weil dann der äquivalente Serienwiderstand auch meist gering wird. Und dann, das ist eigentlich alles. Also da kommt es aber nicht drauf an, ob ich den jetzt auf 100 Nano oder 120 Nano oder 200 Nano wähle oder so. Bei der Spule ähnlich. Nicht? Ich nehme die Spule so, dass sie möglichst hochohmig ist im Betriebsband, aber eben nicht so viel L, dass da schon irgendwie ein merklicher Widerstand drin ist. Ne? Also können wir einfach mal hinschreiben. Den nenne ich dann einfach mal, ist mir auch mal wieder weg. Nehmen wir hier C-Block. Können wir auch einfach hier hinschreiben. C-Block. Groß genug, damit niedrige Impedanz, muss man es ja nennen, Impedanz im Betriebsband. Und klein, damit ESR klein bleibt und L-Bias, große Impedanz im Betriebsband, geringes R. Bei DC. Nee, Sie wollen ja nicht, und das sieht man durchaus, Sie wollen ja nicht, dass da ein Strom durchfließt. Wir haben ja gesagt, 50 Milliampere müssen da durch. Ne? Sie wollen ja nicht, dass das Ding bei 50 Milliampere dann abwärmen warm wird. Das ist jetzt so wenig auch nicht, 50 Milliampere. Ne? Okay, so, jetzt haben wir die 3 Volt da anliegen, aber der macht ja trotzdem noch nichts. Jetzt müssen wir ihn ja noch so einstellen, dass wir, und wir machen das auf eine ganz einfache Art und Weise, ohne Temperaturkompensation und so, da können sich andere in anderen Vorlesungen drum kümmern. Jetzt müssen wir es ja natürlich noch hinkriegen, dass das auch 50 Milliampere fließen. Das ist ja der andere Teil des Arbeitspunktes. Was machen wir da? Bitte? Ne, wo würden Sie dann Widerstand hinpacken? Also man macht es typischerweise mit mindestens einem oder zwei Widerständen. Ja, das ist richtig, aber ich muss nur wissen, wohin Sie den haben wollen.
Wir können auch, und das ist einfacher, wir können davon ausgehen, wir haben noch eine zweite Spannungsquelle, die frei regelbar ist. So würden wir es auch praktisch, also würden wir es im Labor auch praktisch machen. Also das ganze Ding mit zwei Spannungsquellen betreiben. Die eine würde eben diese 3 Volt Kollektor-Emitter bringen und die andere würde die Basisvorspannung bringen. Das heißt also, im Prinzip müssten wir nur, oder im Prinzip müssten wir hier noch irgendwie eine Spannungsquelle anschließen. Diese Spannungsquelle müsste so eingestellt werden, dass die 50 Milliampere fließen, hat aber das gleiche Problem. Wir müssen die abblocken. L-Bias und hier machen wir mal VBE dran. In diesem Fall, bei diesem Anpassnetzwerk, hätten wir das Problem mit dem Kurzschluss nicht, weil es gibt kein L zum Ground. Und wir würden aber trotzdem, allein schon aus Schutz der Messgeräte und damit da keine komischen DC-Dinge an der anderen Seite passieren, würden wir dafür sorgen, dass es auch hier wieder einen Blocker gibt. So, das wäre eine naive Variante, das Vorspannungsnetzwerk auszulegen. Wir haben eine Chance verpasst bislang. Die ist jetzt nicht unbedingt offensichtlich. Die wird erst offensichtlich, wenn ich Ihnen hier jetzt das Ergebnis nochmal wieder auflege. Also wir sorgen jetzt ja dafür, dass wir im Prinzip diese L-Bias, das ist übrigens die da, nicht, und nicht die andere. So, L-Bias und C-Block können wir reinpacken. Ja, machen wir es da einfach mal. Was wollen wir haben? 433 Megahertz. Was nehmen wir für ein L-Bias? Sag mal was. Ne, ich habe keine Taschen. 220 Nano ist echt eine Menge. Was haben wir denn mit 100 Nano? Muss man kurz mal gucken. Hä? Ach, kennt ihr jetzt kein Pi oder was? Ach so, das ist das Nil, was er nicht will. Manchmal darf man. Hä? Eigentlich kennt der eh Pi. Da, kennt er. Was habe ich jetzt getan? Ach so, ich muss das hier nochmal 433 MHz machen, genau. Genau, 600 oben, das reicht, ja. Nehmen wir die 220. Ja, mit 100 hätten wir die Hälfte jetzt. Nehmen wir 220 Nano, weil Sie es vorgeschlagen haben. So, dann brauchen wir noch den Leitwert für C-Block. Irgendein Vorschlag da? Ich hätte 100 Nano genommen jetzt. Ups, da habe ich mich jetzt irgendwie vertan. Genau, habe ich auch. Muss auch richtig tippen können. So, das sind jetzt 0,036 Ohm und so. Das sollte also sicherlich funktionieren, ne? So, die Frage ist jetzt, wie modellieren wir denn jetzt die Anschlüsse hier? VBE und die 3 Volt. Weil wenn wir das jetzt einfach da an der Spule jetzt einfach offen lassen, dann können wir uns die Spule auch sparen, also in dem Schaltwerk, ne? Weil dann passiert ja nichts. Vorschlag. Wie modelliert man eine Spannungsquelle? Einfach als Ground, ne, als Kurzschluss. Also die Spannungsquelle, die ich jetzt, die DC-Spannungsquelle, die ich da hinsetzen würde, wäre kleinsignalmäßig oder für meine HF einfach ein Kurzschluss. Und ich könnte jetzt noch irgendwelche C-Zuleitungen und so weiter betrachten, aber das mache ich jetzt nicht. Gut, dann setzen wir das mal an hier. Was hatten wir gesagt? Hier wollten wir ein C reinhaben, ne? Diagramm, Lumped Components, Kondensator. Der ist, glaube ich, schon, nee, das ist ein Pico. Schieben wir das mal alles ein bisschen an die Seite.
So, Sie wollten 220 Nano haben, ne? Packen wir dann Ground hin. Gönnen wir uns noch den Blockkondensator hier. So, einen letzten Blick hier. Mal gucken, was war die Verstärkung an der Stelle. Da waren wir jetzt irgendwie bei den etwa knappen 30 dB. Die Anpassung hier haben wir uns auch gemerkt, waren so etwa 7 und so. Lassen wir es laufen und gucken uns an, was passiert. Wir bleiben bei den 30. Wir sind nach wie vor hier. Also es hat sich eigentlich nichts geändert an dem Ding so erstmal, ne? Und das war ja auch so geplant. Und es hat sich vor allen Dingen eins auch nicht geändert, nämlich das K. Also das Ding ist immer noch, also theoretisch in dieser Simulation könnte das jetzt als Verstärker bei 433 MHz mit der miserablen Anpassung, die wir designt haben, funktionieren. Praktisch wird das ein Oszillator bei 10, 20, 30 MHz sein, den wir da gebaut haben. Weil der nämlich an der Stelle hier unten extrem instabil ist und da weiter anfängt zu schwingen. So, was jetzt? Also mal ganz allgemein, was würden Sie tun, damit eine Schwingung nicht entsteht? Bitte? Ja, schmalbandig jetzt in dem außerhalb des Frequenzbereichs arbeiten, wenn ich da echt definierte Probleme habe, ja, aber habe ich nicht. Ich habe da breitbandige Probleme. Ich habe da ein Problem bis 1 GHz. Das ist nicht schmalbandig. Ja, was macht man denn beim Auto, dann um die Schwingung zu unterbinden? Hey, sieht das ein Autofreak oder nicht? Ja, siehst du, Stoßdämpfer. Was macht ein Stoßdämpfer? Den Stoß. Ja, genau, ne? So, aber vor allen Dingen, er dämpft. Stöße haben wir jetzt hier nicht, ne? Aber er dämpft. Das heißt also, damit sie diese Schwingung loswerden und die sich gar nicht richtig aufbauen kann und der dann irgendwann von der Straße hoppelt oder der hier aufbrennt oder ihnen sonst irgendwas tut, müssen sie es bedämpfen. So, bedämpfen, das ist jetzt das Problem, das ist jetzt das allgemeine Problem. Bedämpfen wollen sie aber ja nicht im Frequenzband. Also da können sie ein bisschen Dämpfung, können sie da schon vertragen, ne? Also da, wo sie es betreiben wollen, weil da auch da ist er noch nicht wirklich absolut stabil und das macht ihnen Ärger. Sie wollen ihn bedämpfen. Ja, was wollte ich sagen? Also sie wollen ihn nicht also nicht unbedingt im Betriebsband bedämpfen, sie wollen ihn außerhalb des Bandes bedämpfen. So, was brauchen Sie also? Irgendwie, Sie müssen, wie bedämpft man elektrische Schwingungen, elektrische Signale? Ja, so simpel ist das, ne? Mit dem Widerstand. So, das heißt also, ich muss jetzt, ja, Widerstand. Macht doch aus Elektrik, die Sie gerade hier nicht wollen, Wärme. Das ist doch das, was ein Widerstand tut. Ja, ich muss den Widerstand jetzt irgendwie so ansteuern, dass er nur bei bestimmten Frequenzen sichtbar wird. Also insofern ist das mit dem Filter gar nicht so ganz falsch. Ich brauche da schon irgendwie einen Filter. Das ist so, genau. Ich brauche im Prinzip einen Bandpass für die nicht gewünschten, so drücken wir uns aus, für die nicht gewünschten Signale, damit die in Wärme umgewandelt werden, potenziell entstehen können Signale, damit die in Wärme umgewandelt werden. Und ich brauche, ja, und das andere lasse ich einfach so weiterlaufen. Das brauche ich. So, im Prinzip bräuchte ich jetzt also so einen Tiefpassabzweig, nennen wir es einfach mal so, ja, so einen Tiefpassabzweig für niedrige Frequenzen. Ja, für niedrige Frequenzen. Habe ich eigentlich schon. Im Prinzip,
Ich bin nicht im richtigen Bild hier. Ja, im Prinzip, wir gucken uns mal den Eingang an, liegt der hier ja schon vor. Dieses L ist ja ein Tiefpass. Vielleicht ist es noch nicht ganz so toll dimensioniert mit seinen 220 Nanos. Ne? Aber das, was hier ankommt, wenn ich die Masse mal wegmache, da kommen ja nur noch die widerfrequenten Signale durch. Das heißt, wenn ich hier, ich haue jetzt einfach hier mal einen Widerstand rein, ohne mir groß Gedanken zu machen. Schluck auf. So, 50 Ohm, ich nehme den einfach mal aus der Tabelle und guck mal, was passiert. Das kann man natürlich alles professioneller, aber das werden wir auch noch machen, ausprobieren. So, guck mal, was ist passiert? Das K ist in den wirklich niedrigen Frequenzen hochgeschossen, ne? So, jetzt doof nur, wo muss ich meine Vorspannung anlegen? Also im Prinzip müsste ich meine Vorspannung genau an diesem Punkt hier anlegen, weil ich möchte die ja nicht über die 50 Ohm schicken, damit sie erstmal dahin kommen. Also bei der Basisvorspannung könnte ich das sogar noch tun. Bei der Collector-Emitter, da möchte ich ja nicht, dass die 250 mA erstmal noch durch den Widerstand gehen, da irgendwie noch ein bisschen Wärme erzeugen und dann erst ihre Wirkung verrichten, ne? Sondern die möchte ich ja schon wirklich da drin haben. Das heißt also, an der Stelle muss ich das machen, aber selbst da ist es doof, denn die Basisvorspannung wird so bei 0,8 Volt liegen, also sagen wir mal 1 Volt ist einfacher zu rechnen. Wenn ich die nämlich da 1 Volt anlege, dann gehen erstmal über den Widerstand 20 mA weg. Das ist auch nicht schön. 20 mA tun uns jetzt in der Praxis bei diesem Verstärker nicht so richtig weh, aber lass es was anderes sein, dann, also prinzipiell ist das nicht klasse. Ich baue mir dasselbe, aber hier nochmal am Ausgang rein. Nehmen wir denselben hier. Und ob die 50 Ohm jetzt genau der richtige Wert sind, ist auch mal dahingestellt. Man kann ja einfach erstmal nehmen. So. Siehst du, das ist schon schöner geworden, ne? So, also bei den wirklich niedrigen Frequenzen, die nämlich jetzt wirklich durch die Spule durchgehen, haben wir auch hier sehr, sehr hohe Werte für K. Also wir gehen schon in den 20er Bereich. Da unten wissen wir nicht so richtig, was passiert. Ich mache mal Folgendes, weil mich das nicht interessiert, wie groß das wird. Mich interessiert eigentlich nur, es muss größer als 1 sein. Ob es jetzt 20 ist oder 1,5, ist mir eigentlich egal. Ne? Deswegen, bitte? Ja, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt hier die rechte Achse, lasse ich mal anfangen bei 0, das ist eh Blödsinn. Schrittweise mache ich, was weiß ich, 0,2 oder so. Und das Ende mache ich mal bei 1,4. So, dann ist es nämlich noch nicht durchgängig stabil, das Ding. Also zumindest bei mir nicht. Der fällt nämlich hier noch, da kommt er, fällt er nämlich noch deutlich runter. So, ich habe also immer noch zwei Probleme. Zum einen, das Ding ist noch nicht stabil bei diesen niedrigeren Frequenzen. Das andere ist, ich habe immer noch ein Problem mit meiner Gleichspannung. Weil wenn ich die Gleichspannung jetzt an den Punkten anlege, wo ich sie mir vorstelle anzulegen, dann geht das halt nicht. Ne? Also dann habe ich halt Verlustleistung, die ich nicht möchte. Also wenn ich hier 3,3 Volt anlege, an der Stelle, wo jetzt der Cursor ist, dann gehen mir hier 60 mA verloren hierdurch und nur 50 verrichten ihre Wirkung hier. Das ist nicht schön. Gut, so. Was tun? Bitte? Ja, genau. Also jetzt muss ich hier noch einen Kondensator drunter packen. Bitte? Nun muss ich den natürlich auch so groß machen. Was nehmen wir denn da mal? Ja, 5. Nee, das bringt ja nichts. Das ist schon relativ groß, 470 Nanofarad. Muss ich irgendwie, entweder muss ich nichts reinschreiben oder ich muss es richtig machen, glaube ich. So, also das scheint irgendwie jetzt für bis 10 MHz und so noch ganz gut funktioniert zu haben und so.
Das ist die 1er-Linie hier. Bei dem 1 GHz habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Hier unten funktioniert es noch nicht. Also ich muss das mit dem L noch runterkommen, weil das L bremst jetzt hier natürlich den Zugang zum Widerstand ab, ne? Also muss ich da auch noch ein bisschen was tun. Deswegen hatte ich gesagt, das ist vielleicht ein bisschen viel. Ich nehme mal hier, probiere es mal mit 68, aber das ist jetzt auch testen, ne? Also es muss kleiner werden. Das wissen wir. Aber wie klein? Ja, wird schon besser. Also wir haben es noch nicht. Und es ist auch relativ wahrscheinlich, dass wir es so einfach dann doch nicht hinkriegen werden. Da, er wird immer besser. Nicht, da sind wir jetzt auch nicht mehr bei 0,3 oder so, sondern schon bei 0,6. Wir dürfen nicht ganz außer Acht verlassen, dass, ja, das bleibt bei 30. Die Anpassung haben wir jetzt mal außen vor gelassen. Also wir kommen immer höher. Ich breche das an der Stelle jetzt mal kurz ab. Also da können Sie gleich noch ein bisschen selber spielen, wo Sie da hinkommen. Sondern fokussiere nochmal auf einen anderen Teil. Was wir nämlich ganz vergessen haben, ist, dass wir so im Band noch nicht absolut stabil sind. Und theoretisch sollte das zwar klappen, weil wir nicht irgendwann, also weil wir nur definierte Lasten anschließen, weil wir ja mit dem Netzwerk arbeiten, mit dem Anpassnetzwerk arbeiten. Trotzdem in der Praxis hat sich gezeigt, wenn sie irgendwo, also für mich zumindest, wenn sie irgendwo nur bedingt stabil sind, dann fängt das Ding an zu schwingen. Also dann müssen wir noch ein bisschen was tun. Und auch im Bereich oberhalb, also bei 1 GHz sind wir nur bedingt stabil. Also allein schon aus Sicherheitsgründen, in Anführungsstrichen, es kann ja mal passieren, dass irgendeiner das Kabel durchschneidet, dann soll der Transistor nicht sofort anfangen zu schwingen oder aufzubrennen. Ne? Oder es fliegt eine Möwe vor der Antenne her und dann ändert sich der Reflexionsfaktor und das war's dann. Auch das soll nicht passieren. Ne? Also sehe ich noch zu, den absolut stabil zu kriegen. Ich kann ihn nicht, kann praktisch nicht funktionieren, ich kann einen bedingt stabilen Verstärker nicht absolut stabil kriegen, nur mit reaktiven Elementen. Weil die eben nicht bedämpfen. Sondern ich muss dann zwingend auch in den heißen Zweig, würde ich es mal nennen, Widerstände einfügen. Das ist natürlich doof, das tut auch sehr weh, weil die auch nämlich rauschen, weil die Leistung wegmachen, die ansonsten nämlich entstanden wäre. Das heißt also, ich würde beispielsweise, ja, packe ich es gleich hier hin, ich möchte das nicht im DC-Zweig haben, weil dann würden sie nämlich warm werden. Ich packe hier mal was hin, aber natürlich, ja, ich nehme mal 50 Ohm. Ich packe einfach mal Spaß, aber hier 50 Ohm hin. Und meinetwegen auch hier noch. So, und dann sehen wir, das K ist riesig groß, wunderbar, hat gut funktioniert, ne? Also das ging dann schon, aber wenn ich mir jetzt mal angucke, was ich hier bei 400 Megahertz so, wo sind wir denn da, an Gewinn habe, dann bin ich jetzt bei schlappen 11 dB, ne? Und da war ich aber vorher bei knapp 30. So, also das ist jetzt nicht die, also 50 Ohm ist da bestimmt nicht die Lösung, ne? Aber es, also das, was es natürlich zeigt, ist, es funktioniert. Also jetzt ist das stabil, aber taugt nichts mehr. Vorher war ziemlich gut, aber nicht stabil. Also tauchte auch nichts. Also in Sachen taucht was, haben wir nichts gewonnen, aber in Sachen Stabilität haben wir was gewonnen, in Sachen Gewinn was verloren. Also müssen wir jetzt mal zusehen, dass wir einen Kompromiss finden, aber 50 Ohm wird natürlich keiner da in Serie löten, das ist Blödsinn. Also es ist ohnehin ein absurder Wert gewesen, der war jetzt gerade in der Tabelle, nur um zu zeigen, dass es geht. Da einigen wir uns mal drauf, dass wir hier vielleicht mal, was weiß ich, 2 Ohm nehmen. Und hier gönnen wir uns vielleicht 3 Ohm. Das sind unter Umständen schon die Verluste der Spule. Ne, und da kommen wir dann auch ganz gut hin. Jetzt sind wir noch bei 26 dB, also haben schon ein bisschen was verloren. So ist es nicht. Umsonst gibt es das halt nicht. Aber mit der 1, ein bisschen mehr müssen wir noch tun. Hier vielleicht auch 3 Ohm. Da, wir werden immer besser. Ne? Jetzt sind wir hier schon bei 0,97. Machen wir hier noch 3,5 draus.
So, und dann haben wir es geschafft, ne? Also ich bin jetzt über 1. Hab 25,6, also immer noch so ein Gewinn von 500, 600, nicht mehr die 900. Kann man mal gucken, ob die Anpassung einigermaßen besser geworden ist. So. Also jetzt können wir noch ein bisschen spielen, ob wir es noch besser hinkriegen, aber im Prinzip sind wir da, wo wir hin wollten, ne? Also in der Theorie sollte es ja bedingt stabil im Frequenzband sogar reichen. Sie müssen dann nur die richtigen Anschlüsse, also sprich 50 Ohm dran packen und dann sollte der auch stabil sein. In der Praxis hat sich erwiesen, dass es so einfach halt nicht ist, sondern dass das ein bisschen kitzelig ist. Also ich würde jetzt hier auf 1 gehen, 1,1 vielleicht, aber wir können dicht auf 1 bleiben. Dann geht das auch. Die Frage ist jetzt, die kitzelige Frage hier hat sich gezeigt. Ist jetzt gar nicht so sehr, was mit den Widerständen hier ist, sondern die kitzelige Frage ist, wie ist dieses C? Das steht jetzt irgendwie theoretische 470 Nano, der hat aber auch einen Widerstand und das C von 470 Nano ist vielleicht, das ist ja auch relativ groß, ist vielleicht da gar nicht so richtig zähig, ne, sondern zeigt schon irgendwelche parasitären Dinge und so. Und da muss man sich ein bisschen überlegen, wie man das denn gut und richtig ausführt. Eventuell mit mehreren Cs, die parallel sind. Also was weiß ich, einem 10 Nano, einem 100 Nano und dann den 470er dahin. Ne? Also sowas. Dann hätten sie in der Summe zwar 580, das könnte man hier auch wunderbar modellieren, macht wahrscheinlich keinen Unterschied, kann man gleich tun. Ne? In der Praxis, weil sie dann eben aber an Cs für unterschiedliche Frequenzbereiche im Prinzip parallel haben, hat EMV-technisch auch echte Nachteile. Aber an der Stelle wären Sie eben in der Lage, auch verschiedene Frequenzen wirklich abzublocken hier. Gut, man kann natürlich auch, ich habe jetzt einfach 50 Ohm genommen, man kann natürlich auch andere Widerstände dann nehmen. Ne? Wir können mal gucken, was da vielleicht besser geht und ob man dann nicht hier diese 3 Ohm in Serie am Eingang insbesondere oder 4 Ohm sind es sogar, die tun mir extrem weh. Weil was wir nicht betrachtet haben, ist Rauschen. Das Ding rauscht. Das macht ihn eigentlich ziemlich schlecht, den Verstärker. Ne? Am Ausgang ist nicht gar so kritisch, aber am Eingang ist das ganz unschön. Ne? Können wir gucken, was wir hinkriegen, wenn wir hier meinetwegen 8 Ohm an den Ausgang packen, einfach nur. Aber wir werden sehen, dass das nicht reichen wird. Genau, also da, es reicht nicht nur am. Das wäre etwas angenehmer, aber es reicht nicht nur am Ausgang was zu machen. Wir müssen an beiden Seiten ein bisschen was Ohmsches zufügen. So, da hatte ich 4 gesagt. 4 gewinnt. Mal 3 hier übel nehmen. Da. Also irgendwie sowas. Und zum Teil, also das, was ich jetzt als Widerstand da eingefügt habe, ist zum Teil auch einfach schon da, weil wir da Spulen in Serie haben. Und die Spulen haben ja auch schon Widerstand. Ne? Also da ist vielleicht ein halbes oder ein Ohm ist sowieso schon da. Guti. So. Den könnten wir jetzt im Prinzip bauen. Ist noch nicht so richtig schön, also gefällt mir noch nicht so richtig gut, aber ich fasse es nochmal zusammen, was ich getan habe. Wo ist die Maus? Was ist sechstens jetzt, ne? Vorspannungsnetzwerk entwerfen. Und zwar Arbeitspunkt einstellen.
und unsichtbar. Für das Betriebsband sein. B. Chance nutzen, um potenzielle Schwingungen oder potenzielle doch Schwingneigung bei niedrigen Frequenzen zu unterbinden. Gut, so. So richtig schön ist meine Schrift nie gewesen, aber hier ist sie jetzt wirklich gar nicht richtig schön. Ne? An der Stelle muss man nicht zustimmen. So, das bringt mich jetzt eine Stufe weiter. Ich meine, so ein Verstärker soll ja... Also was wir jetzt gemacht haben, war im Prinzip so ein Zwischenverstärker irgendwo entwerfen. Ne? Also der macht halt 433 MHz ein bisschen lauter. So kann man so tun. Also er hat jetzt weder, haben wir ihn danach designt, welche hohe Ausgangsleistung er hat, noch haben wir ihn irgendwie drauf geguckt, ob er rauscht oder nicht. Wir haben aber ja so ein paar, und das ist ja das Schöne, wir haben ja auch durchaus Freiheitsgrade gehabt. Ne? Also wenn Sie sich überlegen, wie haben wir denn die Eingangs- und Ausgangsanpassung gewählt, dann waren wir da ziemlich wahlfrei. Also wir sind irgendwo auf diesem Kreis rumgewandert und wir hätten nicht mal diesen Kreis nehmen müssen. Wir hätten nicht mal den 900er Kreis nehmen müssen, wir hätten auch den 800er nehmen können oder den 700er oder so. Also wir haben da so, ach machst du mal, ne? Hätten auch einen 1000er uns noch generieren können und auf den anpassen oder sowas, nicht? Darauf haben wir aber verzichtet. Also wir haben da eine ganze Menge und wir hätten auch sogar einen ganz anderen Widerstand, ganz andere S-Parameter nehmen können. Wir haben da also schon relativ viel Willkür, also wie in der Klausur, ne? Relativ viel Willkür walten lassen. Ne? So, und das ist ja das Schöne bei Ingenieuren. Ne? Also wenn Sie mir überlegen, was ist das Schöne bei Ingenieuren und was ist auch das Schöne, was unterscheidet auch Ingenieure voneinander, dann ist das eben, wie sie solche Designentscheidungen fällen. Also sind ja keine Analytiker, also die irgendwas messen, dann was Tolles rausfinden und dann der Natur folgen. Ja, das ist total wichtig und spannend, ne? Aber sie sind ja Leute, die was schaffen wollen hinterher. Und auf diesem Schaffensweg, also auf diesem Entwurfsweg, fällen sie eigentlich täglich kleine und größere Entscheidungen, wie man was machen will. Und je nachdem, wie sie die fällen und welche sie fällen, unterscheiden sich halt von anderen. Das ist das Entscheidende. Nicht, ob sie das Ohmsche Gesetz schneller aufsagen können als jemand anders. Ne? Das ist nicht entscheidend. Und auch nicht, ob sie jetzt hier KVL, also Kirchhoffs Voltage Law, wirklich verstanden haben mit und ohne magnetischem Feld. Ne? Das ist alles schön und hilft bei den Designentscheidungen, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass sie in diesem Freiheitssaal, in diesem Raum sich bewegen können. Ne? Okay, so. Jetzt müssen wir erst einmal was über, das ist das, was wir heute eigentlich alles gemacht haben. Wir haben das hier jetzt gemacht. Hier habe ich das ganze Beispiel nochmal gezeigt für ein Anpassnetzwerk aus Leitungen. Können wir meinetwegen auch noch machen. Müssen wir mal gucken. Und das Vorspannungsnetzwerk, wie das zu entwerfen ist. Hier habe ich das mit Leitungen gemacht, das Vorspannungsnetzwerk. Ich möchte das noch kurz erläutern, was hier nämlich passiert. Wenn Sie sich hier, also was war die Bedingung hier für die HF? Das Signal aus dem Betriebsband soll hier ungestört durchgehen und soll vor allen Dingen nicht da reingehen, sondern irgendwie hier weitergehen. Ne? So, während die Gleichspannung aber... Die Gleichspannung, die soll natürlich hier durch und ihre Wirkung an dem Transistor verrichten. So, also was macht man? Wie kann man hier mit Leitungen so ein Netzwerk entwerfen? Sie erinnern sich wahrscheinlich, wenn ich hier einen Leerlauf habe, dann ist im Betriebsband Lambda Viertel nach vorne gegangen. Was? Genau, ich habe Kurzschluss gehört. So,
Das heißt, also für die DC passiert da gar nichts, weil für die DC ist das einfach nur ein Stück Kupfer, das nicht verbunden ist, erstmal an dem Stelle, ne? Aber für das Betriebsband ist an dieser Stelle hier ein Kurzschluss. So. Das heißt also, alles, was im Betriebsband da reinkommt, deswegen auch diese komische rote Linie da, ne? Alles, was im Betriebsband da in die Stelle reinkommt, das wird einfach kurzgeschlossen. Wenn Sie einen Kurzschluss jetzt aber über Lambda Viertel betrachten, wie sieht er dann aus? Wie ein Leerlauf, ne? Das hier also wieder nach da unten. Ich da also wieder nach unten gehe. Hier, dann habe ich hier wieder meinen Leerlauf. Das heißt also, für das rote Signal ist da ein Leerlauf zu sehen. Also nichts. So, und so funktioniert dieses Kurzschlussnetzwerk dann eben. Für die niedrige. Und da kann ich jetzt auch dahinter, könnte ich jetzt auch noch mit LC-Mimik irgendwas machen, um die noch tiefere Frequenzen wegzudämpfen und zu stabilisieren, wie ich das eben auch gemacht habe, ne? So, um diesen Lambda-Viertel-Stub, so heißt der ja, da etwas konzentrierter zu machen, kann man hier so mit so einem Radial-Stub arbeiten, der eben so ein Stück Kreis ist, ne? Da, wie hier unten gezeigt. Ach, da, Radial-Stub, genau, da steht's. So ein komplettes Layout kann dann im Prinzip so aussehen. Für einen wirklich 10 Gigahertz Low Noise Amplifier. Hier an dieser Stelle würde der Transistor sitzen. So, da ist Gate, Source, Source, so sind die auch. Und hier ist Quatsch, ist doch nicht da Gate, der ist Drain. Und hier ist Gate. So. Also der wird dann einfach da eingelötet, ansonsten brauchen Sie keine Bauteile. So ist die Idee. Also praktisch bräuchte man doch noch ein bisschen was. Also man müsste hier schon noch ein L oder sowas dann wahrscheinlich hinbauen, damit auch nicht die halbniedrigen Frequenzen noch abhauen. Eventuell muss man sich auch noch was zur Stabilisierung überlegen. Also dass man da eben wirklich noch ein bisschen was Ohmsches oder sowas tut oder auch noch zum Abblocken, was jetzt hier für niedrige Frequenzen nicht komplett getan ist. Gut, References haben wir keine. Und jetzt möchte ich aber noch mal aufs Rauschen eingehen. Wie viel wissen Sie über Rauschen, außer dass es stört? Also wenn es Ihnen langweilig wird, sagen Sie Bescheid, ne? Nicht, dass Sie mir einschlafen. Zum Thema Rauschen noch. Rauschen ist, also die meisten Leute freuen sich nicht wirklich drüber, über Rauschen. Das ist grundsätzlich falsch. Stellen Sie sich vor, wir hätten kein Rauschen. Es würde kein Rauschen in der Welt geben. Sie könnten jedes Signal, sei es noch so klein, verstärken und abhörbar machen. Das wäre total doof. Ja, es wäre so. Also Rauschen ist die Begrenzung, ne? Also ich könnte ein Gespräch in den USA abhören. Ich müsste nur ein Mikrofon irgendwie dahin richten, in die Richtung, und dann muss es verstärken. Dass das praktisch schon daran scheitert, weil ich nicht weiß, wen von den 300 Millionen ich auf diese Distanz abhören will, ist was anderes, ne? Aber im Prinzip könnte ich das machen. Ich könnte jedes elektromagnetische Signal, das ich irgendwo auffange, verstärken, soweit ich will, und abhören. Und Rauschen verhindert das, ne? Weil es eben nicht geht. Irgendwann bin ich unter dem Rauschteppich und dann kriege ich es eben nicht, kann ich das verstärken, aber das Rauschen verstärke ich mit und habe ich nichts gewonnen. Höre ich es trotzdem nicht, ne? Also das ist eine große Klasse eigentlich, dass es das gibt. Alles andere wäre eine nicht vorhandene Privatsphäre. Eine Welt ohne Rauschen ist aber wahrscheinlich physikalisch gar nicht denkbar. Oder ist physikalisch nicht denkbar. Aber erstmal möchte ich natürlich hier so eine gewisse Appreciation für Rauschen irgendwie da wecken bei Ihnen, ne? Dass Sie sich darüber freuen, dass es das gibt und nicht darüber ärgern. Ja. So, also thermisches Rauschen schon mal gehört? Ne, also wenn Sie zwei Widerstände so, auch da passt dann eventuell KVL, doch KVL passt hier natürlich auch, ne? Also wenn Sie da zwei Widerstände so aneinander schließen und den einen machen Sie ein bisschen warm, das soll ein Feuer sein da auf der linken Seite, dann bewegen sich da die Elektronen dran. Wenn Elektronen oder Ladungsträger sich irgendwo bewegt, dann zieht das ein elektrisches Feld nach sich. Das ist auch anderswo spürbar, zum Beispiel in dem rechten Widerstand. Und insgesamt haben Sie hier eine Rauschleistung von K, das ist die Boltzmann-Konstante, mal T mal B. Was ist falsch an dieser Formel? Jetzt nehmen wir mal den Widerstand und legen den so auf den Tisch. Welche Bandbreite haben wir da? Fangen wir schon an zu überlegen, ne? Potenziell unendlich, brennt er auf? Nö. Müsste ja, ne? Weil unendlich viel.
So, erstens hat der mit seinen Beinchen eventuell eine Bandbegrenzung, weil die natürlich L und C darstellen und deswegen auch irgendwie Tiefpass darstellen. Also ist das Bauteil als solches gar nicht unendlich breitbandig. Zum anderen ist das auch nur ein Modell für relativ geringe Frequenzen. Relativ gering geht aber bis zu 70 Gigahertz und drüber. Also im optischen Bereich jetzt vielleicht nicht mehr, gilt das so nicht mehr, nicht? Aber wir sind jetzt hier nicht beschränkt auf irgendwie ein paar 10 Kilohertz oder so. Aber man sollte schon noch im Hinterkopf haben, dass es vielleicht im optischen Bereich oder im hohen Terahertz-Bereich oder so dieses Rauschmodell so nicht mehr funktioniert. Okay, so, was man sich sinnvollerweise merkt, ist diese eine Zahl, die hier steht. N ist gleich minus 174 Dezibel Milliwatt pro Hertz. Ist ein bisschen komisch ausgedrückt jetzt, ne? Wie es hier steht. Aber diese minus 174, die merken Sie sich bitte, das korrespondiert mit einem linearen Wert, der hier nicht steht. Und wenn Sie das Rauschen haben wollen in dBm, den thermischen Rauschteppich haben wollen in dBm, dann müssen Sie einfach nur diese minus 174 nehmen und plus dann 10-mal den Logarithmus der Bandbreite, die Sie betrachten, in Hertz dazu addieren und fertig. Heißt also, bei einem Megahertz wäre der hintere Teil hier B gleich 1 Megahertz, würde dazu führen, dass das hier auf 6 geht, das hier auf 60 und in der Summe kriegen wir minus 114 dBm hin. Ja. Und bei einem Gigahertz sind es dann eben minus 90, also kann das einer ausrechnen. Warum kann ich das jetzt nicht? 80, 84. Minus 84 dBm. Ne? Das heißt also, je breitbandiger, das merkt man daran auch schon, je breitbandiger etwas wird, desto mehr thermischen Rauschteppich haben wir auch als Leistung. So, stochastische Prozesse spare ich mir. Okay, das sind jetzt hier, ist hier jetzt Gaussian Random Data, also einfach nur irgendwie so ein Rauschteil genommen und dann mal geguckt, was diese Zahl, also einfach nur gewürfelt, ne? Geht es mal. Und da sehen Sie, da sind extreme Sprünge drin, die auch schon mal über ein oder zwei Standardabweichungen gehen können. Darauf gehe ich nicht ein, das ist nicht so wichtig. Je höher die Standardabweichung ist, desto breiter wird die Gausskurve. Das wissen Sie bestimmt, spätestens seit Messtechnik. Und wir müssen auf die Physik nochmal eingehen. Denn wir haben es nicht nur mit dem thermischen Rauschen zu tun, das Sie wahrscheinlich auch anderswo schon kennen. Oder welche Arten von Rauschen haben Sie denn kennengelernt bislang? Da bringen Sie, also da gehen ein paar Sachen durcheinander. Weißes Rauschen ist ja einfach Rauschen, das spektral überall gleich ist, ne? Deswegen weiß. Also weil weißes Licht auch spektral ist. Rosa Rauschen ist eben spektral eingeengt. Also irgendwie hat man da einen Spektralbereich rausgenommen. Ist aber nur Beschreibung des Rauschens, also ja nicht der Ursprung. Weißes Rauschen ist meistens thermisch. Genau. Und Rotrauschen kommt Von woher? den Halbleitern, also bei der Übergängung bei den Wo kommt denn das her? Kommt das her? Ja, warum, also warum heißt es Rauschen? Auf Englisch heißt es Shot Noise. Und was ist der physikalische Ursprung? Das ist total simpel. Wie funktioniert denn ein Ladungsträger, ja, letztlich ein Ladungsträgertransport im Halbleiter und wie funktioniert der im Leiter? Im Leiter ist alles voll mit Elektronen, ne? Da schiebst du vorne und sind sie alle durch. Wenn du vorne einen schiebst, dann geht er hinten durch. Wie funktioniert der im Halbleiter? Da sind wenige. Plötzlich wird das Feld groß und dong, schießt darüber. So, das ist wie so ein Kieslaster. Bei einer Diode prasseln einfach die Elektronen einzeln auf die andere Seite. Das macht dann diese Schrot, deswegen heißt es Schrot. Ne? Also das kommt jetzt nicht hier von Schrot und Korn und Alnatura oder sowas. Ne? Das kommt von Hasenschießen. Also Hasentotschießen. Ne? Deswegen Schrotrauschen, weil das so ein Geprassel ist. Und das können Sie sich überall vorstellen. Du gehst immer irgendwo hin, wo Baustellen sind, wenn Kieslaster abgeladen wird. Das ist genau derselbe Effekt. Da knallen diese kleinen Kiessteinchen gegeneinander und das macht den Krach. Und das ist bei der Diode eben genau das. Und 1 zu F.
Weiß man nicht. Also gibt es keine. Das ist ein bisschen, das ist ein Konglomerat von vielen Dingen. Das ist zum einen gerade in. Nee, sag ich was Falsches. Also es ist nur eine Beschreibung. Es ist nicht, es gibt keinen, der physikalische Ursprung davon ist meiner Kenntnis nach zumindest, aber ich habe jetzt auch lange nicht nachgeguckt, ob man nicht was Neues rausgefunden hat, nicht ins Letzte geklärt. Es gibt nur 1 durch F und 1 durch F Quadrat und 1 durch F hoch 3 und 1 durch F hoch 4 Rauschen, können Sie auch noch alles, alles sehen. Je dichter Sie an die Null, respektive bei Oszillatoren, je dichter Sie wirklich an die Oszillationsfrequenz rankommen, desto höhere Potenzen von 1 durch Delta F wäre es dann, könnten Sie dann noch anführen, um das Rauschen zu beschreiben. So, und dann haben wir noch nicht das komische, sondern das kosmische Rauschen. Das ist einfach der Rauschteppich, der noch so letztlich als Reste des Urknalls da ist. Ja, gibt es auch noch. So, das. Bitte? Jetzt können wieder die Ethik kommen, aber Gott hat doch alles erschaffen. Ja, auch das Rauschen. Ja, gut. Also, da ist schon noch genug. Da ist schon noch genug Platz für die Metaphysik. Also man kann das zwar alles erklären, aber wer ist denn auf die Idee gekommen, dass die physikalischen Gesetze so sein müssen, wie sie sind? Naja, im Ernst. Bitte? Naja, aber, ja, aber wo sind sie denn hergekommen? Ich meine, vielleicht sind die ja wirklich Gott gegeben, ne? Also warum sind physikalische Gesetze, wie physikalische Gesetze sind und physikalische Konstanten, wie sie sind, sodass sie eben auch gerade, ich meine, das ist ja wohl so, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, also wenn jetzt beim Urknall irgendetwas ein bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre das alles völlig anders geworden. Oder gar nicht. Ja, also da ist schon noch Platz, wenn man möchte. So, Rausch. Frei sind ideale, alle idealen nicht energieumsetzenden Elemente, also sprich, oder reine Energiespeicher, nicht? Also Kondensatoren oder Kapazitäten und Induktivitäten sind rauschfrei, Übertragungsleitungen sind rauschfrei. Voraussetzung, gerade bei den Übertragungsleitungen, keine Widerstände, ne? So, wenn Sie jetzt natürlich sagen, oh, ich habe aber so eine lange Leitung, am Ende der Leitung kommt nur noch Rauschen an, ja, das liegt am Widerstand, weil der natürlich das ganze Signal gedämpft hat und das thermische Rauschen eben trotzdem am Eingang des Verstärkers da blieb, ne? Und weil der natürlich auch selber Energie umgesetzt hat, aber das ist nicht, rede hier nicht von einer idealen Leitung. Ne? So, thermisches Rauschen, die Beschreibung ist eben die mit hier einem einer effektiven Rauschquelle, die eben diese Zahl hier hat, damit möchte ich gar nicht so richtig viel rumrechnen. Ich glaube, das haben Sie auch gemacht. Ich beschränke, oder nicht? Ich beschränke mich hier so ein bisschen auf die, schon wieder eine Wespe. Aber jede Woche, ne? Die braucht auch, ja, die ist gerade da. Und Vorsicht. Nimm den Laptop. Aber bitte einen mit Windows drauf. Das hat der Fahrradfesten von der Vorfahrerin beigebracht, man muss immer mit der Hand erschlagen, weil da hat man wenigstens gekämpft, wenn es einen dann sticht. Also wenn Sie das, ich konnte das früher, wenn Sie es richtig machen, dann passiert ja nichts. Muss ich denn? Ja, lass sie doch. So, also so ein paar, damit man so ein bisschen mal Vorstellungen hat hier, worüber wir reden. Also es gibt durchaus, upsa, da war der Kopf. Also es gibt durchaus so in der Messtechnik oder in der Radioastronomie oder so Empfänger, die kühlt man mit flüssigem Stickstoff und dann haben sie eine Temperatur von 70 Kelvin und das ist so das niedrigste Rauschen. Dann haben sie eben hier minus 180, da ändert sich die Zahl, die 174 ändern sich da zu 180, da haben sie 180 dBm pro Hertz, entspricht einem Effektivwert der Spannung von 0,44 Nanovolt an 50 Ohm eben. Ne? Normal, was wir alle so haben bei 300 Kelvin, das ist so ein bisschen mehr als die Raumtemperatur, die wir jetzt erfahren, aber es ist eine rundere Zahl, haben wir die minus 174 mit 0,9 Nanovolt oder bei den Videomokels, die gerne auf 75 Ohm Basis arbeiten und nicht auf 50 Ohm Basis, haben sie das dann 1,1 Nanovolt. So, schmalbandige Dinge.
So circa 1 Kilohertz, das reicht noch nicht für Sprachübertragung, da können Sie Morsen oder langsame Telexe und sowas schicken. Also Datenverkehr ist natürlich möglich, aber entsprechend langsam mit niedrigen Daten. Da haben wir dann die minus 144 dBm, mittelmäßig 1 Megahertz. Ich bin in großen Schritten gegangen, da kann man natürlich jetzt lange, lange schon Sprachübertragung machen, da kann man schon Bilder übertragen. Minus 114, minus 84 bei 1 Gigahertz, also richtig breitbandige Datenübertragung, die man sich heute ja vorstellt. Und wenn Sie hier einfach nur resistiv messen wollen mit einem Widerstand, allerdings der Quellwiderstand gemeint von 1 Megaohm, also sprich irgendwie eine pH-Sonde oder sowas, also wären Sie in der Messtechnik unterwegs, in der HF-Technik würden wir das nicht machen. Die aber dann schnell abtasten mit einmal pro Mikrosekunde, dann haben Sie da 0,13 Millivolt effektive Rausspannung. Das ist schon merklich und messbar. Ne? So, Signal-Rauschabstand, das erwähne ich an dieser Stelle nicht und das mit den Rauschquellen mache ich auch nicht und zwei verschiedenen Rauschquellen auch nicht. Dann müssen wir nämlich Korrelationsanalysen und so weiter betreiben. Das ist zu schwer für Sie. Nochmal einmal kurz was hier zum Shot-Noise. Das verhält sich auch mathematisch etwas anders. Also das ist eben genau das. Die Elektronen und Löcher, die gehen einfach so diskret durch diesen Halbleiter durch, weil eben so wenige davon da sind. Und dann haben sie eben dieses Sinus X durch X Verhalten, das man immer hat, wenn irgendwelche Rechtecksignale auftreten oder kurze Schüsse auftreten. Und der Effektivwert hier, des Rauschstromes ist eben 2Q mal I mal B, wobei I jetzt der Strom ist, der durch diesen PN-Übergang durchgeht, also beispielsweise der Kollektor-Emitter-Strom. Und die anderen kennen Sie alle, Q und B, und die zwei kennen Sie natürlich auch. 1 durch F-Rauschen, schon gesagt, nicht voll verstanden. Das, was man sich daran vielleicht merken muss, ist, dass das bei Bipolartransistoren diese Eckfrequenz hier, also dieses FC, bei 10 kHz liegt und bei Feldeffekttransistoren, insbesondere aus Galliumarsenid, bei einigen 100 MHz liegen kann. Das heißt also, während der eine sich so verhält, verhält der andere sich so. Oder noch schlechter. Ne? Das heißt also, wo das eine Rolle spielt, und das spielt insbesondere beim Oszillatorentwurf eine Rolle, weil es nämlich in das Oszillationsband dann gemischt wird. Sie könnten ja auch sagen, ja, ist mir doch egal, also einige 100 MHz, ich arbeite bei 1 GHz, da interessiert mich das nicht mehr. Ja, es interessiert Sie nicht für einen Verstärker. Das ist richtig. Solange der linear arbeitet, können Sie das außer Acht lassen, wenn Sie einen Verstärker bauen. Wenn Sie aber anfangen, da einen Oszillator zu bauen, und Sie brauchen ja einen Oszillator, weil nämlich Sie die Signale ja hoch oder runter mischen müssen, also in der Frequenz umsetzen müssen, dann spielt es eine Rolle, weil nämlich dieses niederfrequente Rauschen auf die Oszillationsfrequenz drauf gemischt wird und die dann stört. Und dann kriegen Sie nämlich nicht so eine Kurve hier, sondern dann kriegen Sie im Prinzip, das mache ich aber in schwarz, so eine Kurve, da haben Sie F-Oszillation und Sie würden sich wünschen, dass Sie genau so eine Linie haben hier, P, F, haben Sie aber nicht, sondern Sie haben eben sowas. So, und das ist eben hier jetzt F-Osts plus diese Cornerfrequenz FC, und da ist es schon entscheidend, ob das eben so verläuft oder ob das eben wesentlich flacher verläuft. Ne? Und deswegen versucht man da für die Oszillatoren gerne auch noch Bipolartransistoren zu verwenden, wo man denn kann, das geht nicht immer. Weil die Bipolars dann meist auch oder oft auch versagen. Ja, mein Steckenpferd so ein bisschen, das haben Sie vielleicht mitgekriegt, das sind ja die Antennen. Ich halte Antennen für wichtige Elemente in der Funktechnik, was unbestreitbar so ist. Aber meine Verstärker und Mischer sind auch wichtig und Oszillatoren auch. Ohne die könnte es auch nicht gehen. Ich finde Antennen einfach cooler. Die Antenne ist das einzige Element, das Signalrauschabstand verbessern kann. Wenn Sie einen Verstärker haben, dann geben Sie was drauf, dann verstärkt er, wenn er gut ist, der Verstärker, verstärkt er das Signal genauso wie das Rauschen. Der weiß ja nicht, was Rauschen ist von dem, was da kommt. Könnte ja auch sein, dass Sie das Rauschen sich angucken wollen, das können Sie mir nicht sagen. Also versteckt er alles gleich, also es wird zumindest nicht besser. Der Mischer eben genauso, ne? Also der behandelt ja das Rauschen genauso, wie er das gewünschte Band auch behandelt.
Also macht er das alles gleich, der setzt es ein bisschen in der Leistung nach unten um und in der Frequenz um, also ändert da auch nichts dran. Er kann es nicht besser machen. Die Antenne sehr wohl. Ja, warum? Wenn Sie sich... Ne, kommt hier nicht. Wenn Sie sich eine Antenne vorstellen... Upsa, das habe ich sogar mit der anderen Hand hingekriegt, was ich alles kann. Wenn Sie sich eine Antenne vorstellen, dann kriegt die ja aus allen Richtungen Rauschen. Hätte ich grau machen sollen. Noise. Und aus einer Richtung kommt das Signal. So, das macht den Signal-Rauschabstand aus. Wenn ich jetzt eine andere Antenne mir angucke, meinetwegen eine so mit so einem Parabolspiegel, die in diese Richtung guckt, dann kriegt die immer noch aus allen Richtungen Rauschen. Nur das von hinten kommt nicht rein, weil sie ja eine solche Strahlungskeule hat. Das Rauschen, das da von vorne kommt, also dieses hier, das da jetzt in der Keule drin liegt, das wird sie aber mit ihrem Gewinn durchaus stärker empfangen. In der Summe empfängt sie genau das gleiche Rauschen wie die andere Antenne auch. Nur halt das aus der einen Richtung. Vorausgesetzt, das Rauschen ist isotrop und aus allen Richtungen gleich. Ne? Wenn natürlich an der Stelle jetzt gerade großer Störer steht, also hier Sie mit einem kaputten Zündspule durch die Gegend fahren, mit Ihrem Auto, ne, dann ist das blöd. Ne? Das ist die Voraussetzung. Aber was er natürlich auch tut, das Signal hier, da, das da kommt, das wird natürlich auch verstärkt. Und das ist ja nur in dem Raumbereich. Das heißt also, das Rauschen ist als Rauschteppich im Prinzip gleich geblieben, weil es nur fokussiert wurde. Das Signal aber, das ist verstärkt worden und damit ist das Signal-Rausch-Verhältnis besser geworden. Ich wollte es eigentlich nicht in Rot machen, aber egal. So. Ja, aber das SNR vom Sender spielt auch eigentlich keine Rolle. Also nicht in der Funktechnik. Da ist der Signalrauschabstand ist vergleichsweise groß. Und das Problem ist eigentlich, dass das Signal ja immer schwächer, 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 schwächer wird und das Rauschen eigentlich immer gleich bleibt. Und deswegen sinkt der Signalrauschabstand. Also, oder andersrum. Aus dem Sender kommt es immer mit einem genügend großen Signalrauschabstand. Aber durch die Dämpfung kommt es mit einem relativ geringen Signalrauschabstand vielleicht am Empfänger an. Also ganz egal ist das nicht, was der Sender macht. Aber wenn es da schon Mist ist, dann wird es also so ein typischer Bullshit-In-Bullshit-Out-Prozess. Ne? So, was haben wir? Wir haben verschiedene Effekte oder verschiedene Beiträge hier zum Rauschen. Auf der rechten Seite ist jetzt die Rauschtemperatur aufgeführt. Da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Was haben wir hier? Kurz mal kurz gucken. A und B, atmosphärisches Rauschen. Da wollte ich noch irgendwo. Nö. C, ja. Verschiedene Rauschanteile, die ich jetzt aber nicht wesentlich finde. Gut, was haben wir überhaupt an der Antenne? Genau, das ist, glaube ich, noch ganz interessant. Also man empfängt mit der Antenne, also die Antenne selber ist ja, wenn Sie es gut machen, eigentlich auch ein rauschfreies Element, weil ja keine Verluste drin auftauchen sollen. Also wenn Sie eine gute Antenne bauen, dann kann man die auch idealisiert annehmen und dann ist sie erstmal kein Widerstand. So, was man aber empfängt, ist eben hier irgendein von Menschen gemachten elektromagnetischen Kram, der stört. Atmosphärisches Rauschen, irgendwelche Entladungen zwischen Wolken, Blitze, vielleicht von der Sonne irgendwas, wenn Sie in die Richtung gucken oder so. Nicht? Also irgendwelche elektromagnetischen Störungen, die tatsächlich aus der Atmosphäre oder aus der Sonne eben sogar kommen. Das kosmische Rauschen. Also egal, wo Sie, das war die Erkenntnis, ne, egal, wohin Sie Ihre Antenne richten, Sie kriegen immer so einen Rauschteppich, der eben noch aus dem Urknall stammt. Der ist ziemlich gering von der Rauschtemperatur her, aber er ist eben einfach da. Es macht nicht die Antenne, sondern es macht der Urknall oder hat der Urknall gemacht, so ein bisschen her. Dann eben auch so Fluktuationen hier von
atmosphärischen Dämpfungen, also irgendwelchen O2- oder H2-Molekülen. Ne? Und dann, wenn Sie sich jetzt mit der Antenne irgendwie auf Häuserwände oder schwarzen Asphalt oder sowas richten oder auf irgendwelche Objekte richten, dann rauschen die eben auch, weil da eben auch sich Ladungsträger bewegen und elektromagnetisch was passiert. Ne? So, wenn Sie aber einfach nur ganz nach oben, wolkenfreier Himmel, gar nichts da und so rausrichten, dann sehen Sie eben im Prinzip das atmosphärische Rauschen. Dann aber, und das ist der Punkt, geht es irgendwann in den Empfänger und dann geht das mit dem Rauschen erst richtig los. So, Sie könnten jetzt die Antenne natürlich, also dieser Strahlungswiderstand, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dieser Strahlungswiderstand ist dann noch eher inhärent rauschfrei, weil der nämlich nicht als ja, Widerstand, verlustbehafteter Widerstand anzusehen ist, sondern eben als die Leistung, die reinkommt, wenn es eine Empfangsantenne ist, nicht? Sondern Sie müssten jetzt der Antenne eben einfach ja, diesen Strahlungswiderstand zuordnen und dann aber eine Temperatur, die eben nicht die Raumtemperatur ist, weil es nämlich kein Widerstand ist, der da irgendwie thermisch mit Rauschtemperatur irgendetwas, mit thermisch mit Raumtemperatur irgendetwas macht, sondern weil Sie irgendwie effektiv über diesen Widerstand Rauschen von außen, kosmisches Rauschen oder sonst was einführen, sodass die Rauschtemperatur hier durchaus sehr, sehr gering sein kann. So, und das würden Sie jetzt dem Widerstand hier zuordnen. So. Okay. Ich würde sagen, wir machen dann an der Stelle Pause, weil es besser ist,